Hallo, einen wunderschönen guten Morgen aus Shanghai. Ja, wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen hier. Ich habe dich seitdem noch nicht mitgenommen. Hallo, Dani. Bonjour, c'est la chef. Okay. Also Dani ist auch da. Vielleicht stellt sie sich gleich einmal vor. Auf jeden Fall, ja, ist das unser Apartment? Ich hatte ja erzählt, dass ich hier in Shanghai ein Apartment mieten möchte, damit auch meine Freundin Dani hier bei uns wohnen kann. Also wir sind hier alle zusammen. Dann ist alles auf einem Fleck. Das ist so ein bisschen einfacher, als ja, wenn wir irgendwie verstreut sind in irgendeinem Hotel. Justus macht sich gerade fertig, die Kinder auch. Das ist unser Küchenbereich. Ich glaube, ich mache gleich nochmal eine Roomtour, weil es hier wirklich sehr, sehr schön aussieht. Wasser haben wir gekauft, weil in China darf man kein Leitungswasser trinken. Deswegen so gekauftes Wasser oder man kocht sich das Wasser ab. Deshalb hat man hier überall immer so einen Wasserkocher stehen. Dann mache ich nochmal so eine große. Ist nochmal so Riesenflaschen. Also wir haben auch kleinere Flaschen. Sowas zum Beispiel, das nehmen wir mit. Das war jetzt ein Zitronenbrause, nicht. Nennt man das denn Zitronensaft? Also so ähnlich wie Limo. Weil hier in China gibt es auch gar kein Sprudelwasser. Ganz komisch. Also das war die größte Herausforderung, sag ich mal, weil ich in Deutschland ja eigentlich nur Sprudelwasser trinke. Und in China gibt es eben nur stilles Wasser und dann eben angereichert noch mit Geschmack oder eben pur. Aber die Chinesen trinken meistens eigentlich so abgekochtes Wasser, dass es so ein bisschen warm ist. Ich habe damit auch angefangen, weil ich das ganz spannend fand. Ich dachte, wenn ich schon mal in China bin, dann muss ich mich auch genauso verhalten. Also gefrühstückt haben wir noch nicht, weil wir hier kein Frühstück haben. Es ist ja ein Apartment. Deshalb gehen wir immer außerhalb frühstücken. Entschuldigung, ein bisschen durstig. Also die Kinder machen sich noch fertig, Justus auch. Genau. Achso, was ich noch erzählen wollte. Wir sind ja von Suzhou hierher mit dem Schnellzug gefahren. Und das war ein bisschen anstrengend. Also mit drei Kindern und so viel Gepäck zu reisen, ist wirklich eine richtige Herausforderung. Gerade hier in China, wenn wir uns hier noch nicht so richtig gut auskennen und nicht wissen, wie macht man das und so. Und dann waren wir halt wirklich sehr viel früher da, als wir hätten sein müssen. Da mussten wir gucken, wo kauft man sich die Tickets. Achso, hier sind unsere ganzen Rucksäcke. Ja, wir haben heute Morgen noch nicht aufgeräumt. Machen wir später. Und danach mache ich erst die Roomtour, damit du siehst, wie schön das hier eigentlich ist. Achso, das ist übrigens eine Leinwand von unserem Beamer. Wie toll ist das? Hier gibt es einen Beamer. In Deutschland hatten wir auch schon überlegt, ob wir uns einen Beamer anschaffen. Aber dafür muss es hier wirklich dunkel sein. Also das funktioniert wirklich erst abends oder man verdunkelt hier alles. So, jetzt bin ich vom Thema abgewichen. Was wollte ich erzählen? Achso, Zugfahrt. Ist hier so ein bisschen anders. Also man muss erstmal ein Ticket kaufen. Ich musste sehr, sehr oft immer meinen Reisepass vorzeigen. Also wenn man hier als Ausländer unterwegs ist, sollte man immer seinen Reisepass mit dabei haben. Und das ist alles so ein bisschen anders aufgeteilt, weil man nicht einfach dann zum Bahnsteig gehen kann, sondern man kommt dann in so eine Wartehalle rein und dann wird der Zug aufgelistet. Irgendwann blinkt er dann grün und dann darf man erst durch diese Schranke. Da muss man dann wieder seine Karte durchziehen und in China sind ja so viele Menschen. Das heißt, wir standen da an mit drei Kindern und Gepäck und zum Glück gibt es immer an der Seite nochmal so einen Aufpasser oder einen Polizisten und der lässt dann auch eben die Leute mit den Kindern durch, weil die Kinder müssen hier in China ganz oft nicht bezahlen, wenn sie unter 1,40 Meter sind oder 1,20 Meter, das ist manchmal so unterschiedlich, dann müssen die Kinder gar nicht bezahlen. Also ganz oft musste gar keiner bezahlen oder eben nur Johann. Also sehr kinderfreundliches China, kann ich nur empfehlen. Guten Morgen. Jesus. Wo sind wir mit kinderfreundlich? China ist kinderfreundlich, weil oft nicht Ah ja, bezahlt werden muss. das stimmt. Eintrittsgelder in Gärten und sowas. Und Aber eben. dafür sind die Eintrittspreise für Erwachsene schon auch so europäische Preise. Findest du? Ja, also das ist jetzt nicht super günstig für Parks. Ja gut, Parks sind ja extra für Touristen gemacht, ne? Da können sie ruhig ein bisschen aufschlagen. Deswegen war das so ein bisschen Kuddelmuddel. Und da ich ja auch kein Chinesisch lesen kann, war das nochmal so eine Herausforderung. Aber ich bin wirklich froh, dass wir diese Zugreisen hinter uns haben. Ich weiß nicht, das nächste Mal, wenn wir nach China kommen, ja, der Plan steht schon. Müssen wir das so ein bisschen
anders koordinieren. Ich weiß noch nicht, wie. Können wir zusammen trommeln? Ja, wir können los. Okay, genau. Hast du schon erklärt, warum? Was, warum? Warum wieso? Warum wir jetzt los müssen und wohin? Wie? Wegen Frühstück oder was? Mhm. Justus ist stinkesauer auf mich, weil ich Apartment gebucht habe anstatt Hotel und hier gibt's kein Frühstück. Ja. Deswegen müssen wir, ja, uns selber Frühstück besorgen. Ja, aber wir können es ja hier nicht einfach so Frühstück machen, sondern wir müssen ja irgendwo hingehen jetzt. Doch, rein theoretisch könnten wir uns auch hier Frühstück machen. Wir haben ja eine große Küchenzeile. Francia Mia. Francia? Yue. Ah, Yue. Yue, wir haben Yue. Ja, Francia Mia. Ja, oh. Ja, dann können wir einfach Sachen kaufen. 你不想来说一下hello吗? 真是你在这做事他们都想看你 Hallo zusammen, ich bin Dani, ich bin Chinesisch. Ich kann Deutsch sprechen, aber ich glaube, Deutsch ist sehr schwer für mich. Ja, das ist Dani, das ist meine Freundin, aber sie kann sehr gut Deutsch sprechen, finde ich. Ah, danke schön. Oder? Das werden bestimmt alle schreiben. Du sehr gut Deutsch sprechen kannst. Oh, danke schön. Ja, wir wohnen hier zusammen. Gartenanlagen oder für Natur, sondern eher für die Skyline, die kann ich dir einmal zeigen. Wir wohnen hier im obersten Stock von diesem Gebäude, das ist der 18. Stock und das ist unsere Aussicht. Bei Nacht noch sehr, sehr viel schöner, habe ich schon auf Insta-Stories gezeigt, da kannst du mir sehr gerne folgen. Aber ja, am Tag sieht das halt nicht so spektakulär aus, sind halt große Gebäude draußen. Doch, warte mal, von hier aus kannst du ja sogar die... Was denn? Ganz großen Shanghai-Gebäude, das ist mir gestern auch gefallen. Ganz großen Shanghai-Gebäude? Ein bisschen Smog. Das ist nicht Smog. Nee? Das dachte ich am Anfang auch. Oh, sondern das Smog. Ist? Das ist einfach, das ist Schmutz. Diesig. Nein, das ist diesig. Diesig? Das ist hier kein Smog. Hier ist genauso viel Smog wie in Hamburg. Ganzen Roller fahren hier elektrisch. Ja. Die Busse fahren hier auch elektrisch. So, ansonsten sind es nur die ganz normalen Autos, die hier rumfahren und die verbrauchen auch nicht mehr Benzin als... Ja, gestern waren wir nämlich... Da gucken. So wie Wolken. Die Wolkenkratzer sind hinter den Wolken. Vielleicht kann man die hinten sehen. Nee, kann man nicht sehen. Das ist ein Shanghai Tower. Das da so ein bisschen verschwommen. Also die haben wir uns gestern angeguckt. Ja, die sind schön, ne? Vielleicht können wir die in der Nacht nochmal zeigen, weil da geht so diese... Diese Lichter. So ein Lichter hoch und oben dreht sich alles. Der sieht total krass aus. Und dieser Shanghai Tower, der glitzert so wie Sterne. Sieht echt krass aus. Und heute ist es... pure Sonne, also wenn sich der Nebel verzogen hat, dann haben wir pure Sonne und dann wird es richtig toll. Und auch heiß. Ja, wir haben uns deswegen alle in Schale geschmissen in T-Shirts. Johann auch. Clara hat kein T-Shirt an. Kleidchen nur. Elisa hat auch ein Kurzarmkleidchen an. Also heute wird es wieder richtig heiß. Und ich hoffe, dass es heute nicht so voll ist bei diesem Garten, weil in Suzhou waren wir ja auch in dieser total tollen Attraktion am Garten und da war es ja mega voll gewesen. Ich hoffe, dass es nicht wieder so eine Touristenhochburg ist. Das doch schon, aber das ist auch eine Altstadt drumherum. Ja, Altstadt, genau. Und das ist interessant. Ferien. Wir waren ja da in Suzhou. Waren wir ja genau, da war die Ferienzeit. Da war Ferienzeit. Ich möchte Croissant essen. Du möchtest Croissant essen? Ja. Ja. Jetzt gehen wir frühstücken und Croissant besorgen. Wir waren jetzt gerade frühstücken bei Starbucks. Ja, hier in China gibt es 1 Million Starbucks fast an jeder Straßenecke. Deshalb kriegt Justus doch sein Brot hier. Sehr glücklich darüber. Johann, du hast schon mal gesprochen, ich muss noch. Dani hat es nicht verstanden. Ich kann es dir übersetzen, ja? Oh, haben wir nie bleiben, nur mehr und Kinderwagen! Kinderwagen, nein, wir besuchen jetzt ein Taxi.
Also wir rufen jetzt hier an der Straßenecke Taxi, 2 Stück, damit wir jetzt zu Yuyuan können. Mal gucken, Elisa will hier noch spazieren. Ja. Ich fahre mit Clara und Dani. Ja. Also kannst du mich übersetzen und du fährst mit Johann. Ja, Justus braucht Elisa, nicht herumlaufen bitte. Dani fährt dann mit Justus, damit er eine Chinesisch sprechende auch bei sich hat. Da fühle ich mich sicher. Ja, ist besser, ne? Genau, wir sind jetzt da. Jetzt warten wir noch auf Papi und Dani. Die müssen aber auch gleich da sein. Die haben nämlich direkt das nächste Taxi bekommen. Hallo Elisa! Wie geht's dir, Elisa? Also wir müssen wohl nur da lang. Und da hinten ist schon der Yuga. Mal gucken, wann Papi ankommt. Und hier ist dann eben auch noch so eine Einkaufsstraße. Die Altstadt ist wohl auch hier irgendwo in der Nähe oder hier direkt. Kommt ihr mal zur Seite? Muss man immer so ein bisschen aufpassen mit dem Verkehr und den Kindern. Was hast du entdeckt? Mario Kart 8? Elisas Baby, ja. Hier gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. In China gibt es so viel. In China gibt es alles. Alles, was man sich so erträumt. Das müssen wir noch fahren. Oh, Vorsicht, Moped. Bei dem Mopedfahrer muss man immer ganz besonders aufpassen. Oh, mal gucken, wann Papi mit Dani hier ankommt. Also wir sollen gleich da rein. Das ist Maya Bibi. In die Richtung da hinten. Und da ist wohl Yuyuan. Das ist Clara. Achso, und diese Kokosnüsse sind übrigens super lecker. Kann ich nur empfehlen. Da ist richtig viel leckeres Saft drin. Da sind sie. Freunde da. Ihr seid hier. Oh, ich habe Angst, ich Wir haben uns erst überholt. Ja, und dann? Nein, oh,不需要, echte Louis Vuitton. Ja. Komm, mach mal Kinderwagen. Elisa freut sich schon da drauf. Hier ist es so weit. Er sagt, dass wir nach da rein gehen. Das ist nach da rein. Yuguan. Er sagt, dass die Yuguan, diese Yuan-Zi, ist für uns. Ich will auch in den Kinderwagen. Er möchte ein Foto machen von meinen Kindern. Hola? Genau, unglaublich, 3 Kinder. Ja, wir müssen da lang, oder? Doch, sie hat mir gesagt, wir müssen da lang. Letztes Mal. Vertraue keine. Dani Garcia! Komm, Justus, sie meinte da lang. Sie wird es doch wissen. Du bist ein richtiger Touri, wirklich. Ja. Bestätigt. Das Tolle ist, hier in Shanghai ist der Verkehr wenigstens geregelt. Mehr oder weniger. Nee, das passt nicht mal. Guck mal her, ich mach das. Halt ich das so. Nee, warte, ich mach das. Ich hab da ein System. Du hast ein System? Ja, ein System des Jackens verschafft. Du auch? Komm, ich hab ein Tor. Das sind Häschen. Die haben auch irgendwo ihre Augen. Komm, ich hab ein Tor. Ich finde die total süß. Wir wollen einen. Da kann man einen aussuchen. Ja. 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 Ja.
这样一个可以，没问题，没问题，随便你怎么。有微信吗？有，微信、支付宝都有，你怎么方便怎么付。微信。可以。微信在这里。对的，对的，对的。 颜色怎么样？哦，这个很可爱，这个好看。克拉哈也想要一个，对吗？当然想要。那你就只给你自己买吗？这一千，可以可以，那再买一个。嗯，给我便宜。啊，太好了。但就是爱闹去。哎呀，真的。 他想要的白毛鞋，可以买。那干不干啊？你可以让他跳个大的。嗯，我的给你姑父才跳好。哦，这个灰的也很好看啊。哦，那个。 我录一下你怎么付钱？啊，我想录过了。啊，录过了，好吗？啊，录过了。好。Nancy终于买到了东西了。终于花钱了。你先去看哦。 你看那不好看吗？看他家东西好。啊，那我们进去看一看吗？好。Get out of here, cooking. Yeah. Das ist das nicht. 那 Rolex, eine echte Rolex. Also, er hat ja schon gesagt, das ist eine Kopie. Wir sagen das ja auch, ist fake, kannst du kaufen, fake. Aber die darf man doch gar nicht einführen, oder? Also, bringt das auch nichts. Kannst du dich überall behängen mit Rolex, ja. Ich hab gehört, die Kopien sollen gar nicht so schlecht sein. Ja. Nee, das sind ja dieselben Fabriken. Echt? Ja. Die Fabriken sind ja hier in Deutschland. Ja, hier in China. Doch, ist wirklich so. Louis Vuitton weiß. Lohnt es sich vielleicht doch? Okay, gut. Komm. Komm noch mal wieder. Jetzt. Oh oh. China total krass. Zwischen diesem Ramsch, erst erstmal so ein Ramschladen oder ein total verkommener Laden und dann plötzlich hier Hochglanz, also exakt genau daneben. Da werden doch die Kartons. Ja. So da würde Justus gerne reingehen. Und die Preise auch exorbitant hoch sind. Ne? Guck mal da hinten, deine Kinder. Wir müssen immer so ein bisschen aufpassen auf die Kinder. Ich finde das ja auch. Ah, na ja, Oma. Ah, ah, mal lecker. 但是我不知道你喜不喜欢这个样子的，看看有没有好看的。这个也是吗？这个应该也是吧。Ich wollte nämlich unbedingt so eine. 但是它这个挂脖子的，这样的。啊，对。那我们可以再看别家，应该都是。你可以挂一个这个。啊，这个。小猪皮。太棒了。我购买一个 sogar Chanel. Ich wollte sowas haben für Handy, weil hier in China zahlt man ja immer mit Handy und dann habe ich das hier am Hals hängen. Das ist sehr viel praktischer, als wenn ich das jedes Mal aus dem Rucksack rausholen muss. Und sowieso wollte ich das haben. Fotografieren hier so viel, dann hat man das Handy direkt hier an der Brust, mein Schatz. Hier gibt es sich auch, das ist Dragon-Schild-Kultur. Dragon-Schild. Ja, Justus ist immer noch auf der Suche. Er hat es immer noch nicht gefunden. Nach dieser Schildkröte, Drachenschildkröte. Welche? Ja, die hier. Ich glaube, die hier sucht Justus. Und das ist hier auch ganz bekannt. Ja, nicht Schokolade, sondern Bonbon. White Rabbit. Hier in China ganz bekannt und sehr, sehr lecker. Hier gibt es noch solche Spielfiguren. Da her, der Schildkröte, und Goku. Aha, okay, okay. Und da gibt es ganz viele winkende Katzen. Hey. Genau, süß. Haben, dann das,
das ist zum Angucken, okay? Das ist, glaube ich, jetzt die Einkaufsstraße, wenn man da hinten durchgeht. Hi, Gola. Wir suchen uns jetzt Schuhe aus, also Dani und ich. Wir möchten auch ein paar kaufen. Das ist wohl so eine ganz bekannte Marke in Shanghai. Und ja, da muss ich natürlich zuschlagen. Ja, ich mag so schwarze Schuhe ja ganz gern. So, Shida. Und welche Haare? Du willst welche Haare? Ich kann dir suchen. 38. 38. Danke. Kannst du mir diese 38 geben? Das hier. 38的，红色的太黄了。那就买白颜色的吧。